Hallo, im Fall Julia F. stellt sich die Frage und verdichten sich die Hinweise, dass der Landrat Heiner Scheffold möglicherweise eine Straftat begangen hat, und zwar den Entzug Minderjähriger. Im Fall Julia F. wurde im November 2018 den Eltern mit Behinderung in einer Hauruck-Aktion ohne Vorbereitung, soweit mir bekannt ist, das zweijährige Kind Julia F. genommen, die von der Mutter sogar noch gestillt wurde. Es war dem Jugendamt Alt-Donau-Kreis jedoch völlig egal. Und im Juni 2019 hat dann das Amtsgericht Ulm entschieden, dass Julia F. zurück zu ihren Eltern soll. Und zwar ab 1. Juli 2019. Die Eltern haben dann meines Wissens dem Landrat Heiner Scheffold ein Fax geschickt, in dem sie darum gebeten haben, dass ihnen das Kind zurückgegeben wird und dass der Landrat ihnen mitteilen möge, wann und wo dies geschieht. Es ist aber seitdem nichts passiert. Das Kind ist nach wie vor bei den sogenannten Pflegeeltern und wird nicht den Eltern mit Behinderung zurückgegeben. Warum könnte es sich hier höchstwahrscheinlich um eine Straftat durch den Landrat handeln? Der entsprechende Paragraph im Strafgesetzbuch besagt, dass wer einer Person, die das Sorgerecht über das Kind hat, ein Kind entzieht, sich einer Straftat schuldig macht. Und soweit mir bekannt ist, wurde mit Inobhutnahme von Julia im November 2018 das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Julia an das Jugendamt übergeben. Und dies hat sich aber mit dem Beschluss vom Juni 2019 geändert. Es wurde rückgängig gemacht, als das Gericht angeordnet hat, dass Julia zurück muss. Damit wurde automatisch das Aufenthaltsbestimmungsrecht wieder an die Eltern zurückgegeben. Dies haben mir zwei Juristen mit der Befähigung zum Richteramt erklärt. Der Landrat Heiner Scheffold, der hier in einem Video auf YouTube gesehen werden kann, zu seiner Wahl als Landrat im Jahr 2017, muss ich also fragen lassen, warum er nichts getan hat, um die Julia F. zurück zu den Eltern zu geben und sich hier wahrscheinlich einer Straftat schuldig gemacht hat. Es ist zu fragen, ob er sein Jugendamt nicht im Griff hat, ob er sich über die Gesetzeslage nicht auskennt. Warum hat er das Kind nicht schon längst zurückgegeben? Das ist ein sehr zweifelhaftes Verhalten. Deckt er Mitarbeiter beim Jugendamt oder hat er sie sogar dazu angestiftet? Diese Fragen muss er sich jetzt alle gefallen lassen. Außerdem stellt sich die Frage, ob der Herr Heiner Scheffold, der auch Vorsitzender des Kinder- und Jugendhilfeausschusses ist, in dieser Position noch haltbar ist. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist nämlich das kontrollierende Organ des Jugendamts. Und ein Landrat, der sich womöglich einer Straftat schuldig macht, nämlich der Entziehung eines minderjährigen Kindes, kann unmöglich der Vorsitzende des Kinder- und Jugendhilfeausschusses sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, dann abonniert den Freifam-Kanal auf YouTube, aktiviert die Glocke, damit ihr über alle Videos informiert werdet. Und wenn ihr selbst einen Fall habt, über den wir berichten sollen, dann schreibt an info@freifam.de und wir setzen uns mit dir in Verbindung. Danke fürs Zuschauen und denkt daran, ihr könnt auch spenden und unsere Sache unterstützen.